Unter 100 großen Piraten ist ganz selten ein kleiner Pirat. Wenn dann aber einer davon ein großes Herz hat, um Großes zu tun, dann ist es ganz sicher Paddy, der kleine Pirat. Wo bist du? Hier, hier bin ich. Fang mich. Gleich hab ich dich. Pass auf, ich komme gleich. Na, Kröte, du bist viel zu langsam. Von wegen langsam. Ich bin die schnellste Schildkröte der Karibik. Kröte, hier, hier. Jetzt habe ich deine Füße. Nein, nicht kitzeln. Kröte, hör auf. Ich bin der Pirat hier. Ich bestimme. Wieso? Na, ich bin der Bestimmer. Du bist gar nicht der Bestimmer. Ich bin der Bestimmer. Dann verbuddel ich mich. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Nein, nicht mit dem Sand im Mund. Paddy, der kleine Pirat, lebt mit seinen Schildkrötenmatrosen Kröte und seinem Papagei Bo glücklich und zufrieden auf seiner kleinen Pirateninsel. Sie toben jeden Tag ausgelassen vor ihrem Piratenhaus. Es ähnelt ein bisschen einem Piratenschiff, aber auch ein wenig einem Spielplatz mit Rutschen, Leitern und Schwingseilen. Paddy hat alles, was ein Pirat so braucht. Ein Piratenschiff, ein Piratenhaus, eine Piratenflagge, ein Piratenschwert und Piratenfreunde. Halt, stopp. Wir Piraten haben keine Freunde. Wir sind Freibeuter der Meere und sind dafür viel zu wild und unberechenbar, um sowas wie Freunde zu haben. Och, jetzt schaut die Schildkröte Kröte aber etwas verärgert. Ha! Dann sagen wir, er hat einen Piratenmatrosen und einen Piratenpapagei. Paddy, der kleine Pirat, das ist der, den jeder gerne hat. Paddy hat ein großes Herz, er teilt mit Freunden Freude und Schmerz. Eine Pirateninsel liegt mitten im Meer. Dort leben Paddy, der kleine Pirat, und einige andere mehr. Oh, das ist der Piratenpapagei. Und die Schildkröte, Kröte ist auch mit dabei. Paddy, der kleine Pirat, ist der Seefahrer, der das Meer so mag. Mit Paddy segeln wir in jedes Land. Mit Paddy sind wir außer Rand und Band. Ein Piratenschiff, ein Piratenhaus, ein Piratenflagge, so sieht's aus. Dazu auch noch ein Piratenschwert. Paddy wird auch ohne Schatz verehrt. Paddy, mit dir fühlen wir uns wohl. Mit dir fahren wir selbst bis zum Nordpol. Paddy, das ist unser Freund. Ein Pirat sein, davon hat doch jeder mal geträumt. Bo zeigt mit seinem Flügel auf ein Piratenschiff auf Nord-Nordost hin. Paddy, der kleine Pirat, freut sich über das neue Spiel. Alle fertig machen zum Entern. Mit dem Fernrohr sucht er die See ab. Eine Piratenflagge ist zu sehen. Ach, das ist doch die auf seinem eigenen Piratenschiff. Aber warum schaut Kröte denn so erschrocken? Bei Neptun! Backbord liegt ein anderes, fremdes Piratenschiff vor Anker. Der kleine Pirat ist verwundert. Wo kommt das denn her? Da kommt ein großer, hagerer Pirat mit einem riesigen Messer im Mund auf sie zu und sagt... Ei, Gude! Hä? Kröte kauert versteinert neben Paddy. Als wenn einer nicht genug gewesen wäre, kommen noch 5 weitere Piraten auf seine Insel. Sie ziehen in sein Haus, schlafen in seiner Hängematte, schaukeln mit seiner Schaukel, bis sie kracht, trinken die Milch aus seinen Kokosnüssen und putzen sich mit seiner Piratenflagge die Nase. Das ist selbst für den Piratenpapagei Bo zu viel. Er wirft sein Förmchen wütend in den Sand. Da stapft der Piratenboss mitten durch seine gerade neu gebaute Piratenschiffssandburg. Schön, schön, Männer. Hier bleiben wir. Super, Strandurlaub. Nix Strandurlaub. Oh. So.
Alle Mann an die Spaten. Wir verbuddeln unsere Schatzkisten. Ihr braucht auch gar nicht erst die Strandbälle aufzublasen. Einbuddeln, ausbuddeln, einbuddeln, ausbuddeln. Der Snap. Ihr könnt hier keine Schätze vergraben. Wieso? Das ist meine Insel. Ja und? Piraten dürfen keine Piraten überfallen. Das geht gegen die Piratenehre. Piraten? Jack, hast du einen Piraten gesehen? Nee, Boss. Bei Neptun. Kerlchen, erschreck einen doch nicht so. Man überfällt nicht seinesgleichen. Ey, ich bin hier der Pirat. Du Winzling willst ein Pirat sein? Ich glaube es ja nicht. Der war gut. Was gibt's denn da zu lachen? Ich hab eine Piratenaugenklappe. Junge, zu einem Piraten gehört mehr als nur eine Augenklappe. Ja, und? Hast du ein Piratenschiff? Klar. Schiffe haben viele. Segelst du denn unter einer Piratenflagge? Ein dicker Pirat der Piratengang trocknet sich seine Lachtränen mit Pattys Piratenflagge und putzt sich damit die Nase. Der kleine Pirat zieht ihm verärgert das Taschentuch aus der Hand und hält es dem Piratenboss unter die Augen. Ach. Hier, Boss, man könnte meinen, es wäre doch einer von uns. Halt nur ein bisschen kleiner. Dann zeig uns das Allerwichtigste, was ein Pirat besitzt. Zeig uns deinen Schatz. Patty steht ertappt vor der erwartungsvoll schauenden Piratenmeute und malt mit seinem Fuß verlegen Kreise in den Sand. Ach, der ist aber nicht so wichtig. Ja, den habe ich nicht. Ah, wusste ich. Dann bist du kein richtiger Pirat. Natürlich bin ich ein Pirat. Wer braucht denn ein Schatzding? Kann ja jeder bekommen. Weißt du eigentlich, wie viele Schiffe ich kapern, Männer betrügen und Kinder ich bestehlen musste, um meinen Schatz zusammenzugaunern? Das schafft so ein Winzling wie du nie. Winzling? Och nö, jetzt fängt das wieder an. Ich bin der größte Pirat aller Zeiten. Wie putzig. Um was sollen wir wetten, dass ich innerhalb von 7 Tagen einen Schatz habe? Um deine Insel, du Zwerg. Gut, abgemacht. Und dein Papagei bleibt als Pfand hier. Was? Warum das denn? Damit du, kleiner Wicht, auch wiederkommst. Ey, klar komme ich wieder. Werdet ihr ganz schön staunen mit einem ganzen Schiff voller Gold. Und warum stellt ihr jetzt die große Sanduhr auf? Damit ihr nicht trödelt. Die läuft schneller durch.